Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part Mario Odyssey. Boah. Passiert das nur mir, wenn ich mehrere Accounts habe? Weil ich spiele halt gerne Spiele mehrmals durch, ohne meinen normalen Account löschen zu wollen, beziehungsweise ohne meinen normalen Spielstand löschen zu wollen. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also der Spielstand, den du halt als erstes gespielt hast, ohne den halt löschen zu wollen, weil ich finde, zudem hat man halt auch immer so eine spezielle Verbindung, zumindest ich. Weil dort hast du immer noch am meisten Mühe reingesteckt und hast das Spiel halt zum ersten Mal gezockt. Und ich will solche Accounts halt einfach nicht löschen. Also weder diesen Account noch den Spielstand. Aber es nervt ultra heftig. Weil ich habe ja mehrere Accounts. Ja. Ich habe ja meinen normalen Account, mit dem ich privat spiele. Und meinen YouTube-Account, mit dem ich die Spiele entweder nochmal nur spiele oder ja, eigentlich größtenteils nur normal, weil Spiele, die neu auf den Markt kommen, spiele ich dann auf meinem Dings Recke-Ermin-Account. Dieser Account heißt, also auf dem ich Mario Odyssey zum Beispiel jetzt spiele, der heißt YouTube-Ermin, also Ermin JT. Ich finde das eigentlich relativ gut geregelt. By the way, in der Schule, am Freitag, haben wir einfach meine Videos im Kochen geschaut. Also eines meiner Videos. Und irgendwie, immer wenn ich dann meine Videos mal genauer unter die Lupe nehme, merke ich erst, welche lächerlichen Fehler ich an manchen Stellen gemacht habe. Was mit dem Baum los? An welchen Stellen ich Fehler gemacht habe. Und welche Stellen ich unbedingt verbessern muss. So, passt. Warum ist eigentlich Nintendo nicht auf die Idee gekommen, in Breath of the Wild auch so. Wobei, ja stimmt, es gibt ja die Krogblumen. Sorry. Hier kann man eigentlich mit einem gezielten Sprung rüber. Mond auf ganz entspannt. Auf dem Weg zum Gipfel. Ja, ich finde halt dann direkt einfach zum Gipfel. Weil dort hast du halt die beste Aussicht auf alles. By the way, ich kann ja schon mal so viel sagen, je nachdem, was früher endet, Mario Odyssey oder Breath of the Wild, ich schätze mal, Mario Odyssey wird früher enden. Auf jeden Fall, es wird ein kleineres Projekt danach kommen. Also es wird jetzt nicht das Bombenprojekt sein, sondern wirklich nur so ein kleines, vielleicht 20 Parts, so circa. Aber ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. So, und jetzt endlich nicht mehr in diesem Urlauber-Outfit rumlaufen, sondern mit einem passenden. Das können wir auch gleich einstecken. By the way, ich weiß jetzt, das passt halt nicht zum Spiel, aber Genshin Impact. Kennen höchstwahrscheinlich ein paar. Auf jeden Fall, es gibt einen Charakter, den ich unbedingt will. Schau. Ich weiß halt nicht, wie man von ihm den Namen ausspricht. Auf jeden Fall, ich habe es schon beim ersten Mal verpeilt, ihn zu bekommen. Ich will es kein zweites Mal tun. Und momentan sieht es relativ gut aus, wenn ich die 50-50 gewinne. Also es gibt immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nicht bekomme. Leider.
Oh, stimmt. Den Mond können wir jetzt holen. Nun ja, ich weiß, dass das höchstwahrscheinlich die wenigsten interessiert. Ich will es nur mal so am Rande gesagt haben. Segelflug über Island Toxico. Können wir uns damit wegkatapultieren? Ja, Cappy, das können wir. Ich glaube, in diesem Land bleiben wir nicht lange, weil wir haben eigentlich schon meines Wissens nach den Großteil gesehen. Und soweit ich weiß, weil das ist eines meiner Lieblingsländer, also, ja, Kingdoms, haben wir schon einen Großteil der Monde. Und allgemein, nach der Story wird noch so viel mehr freigeschaltet. So. Ja, stimmt, da ich dieses Video am Sonntag aufnehme, habe ich noch ein paar Themen. Die will ich mir eigentlich fürs Breath of the Wild Video aufsparen. Also ich nehme jetzt Mario Odyssey früher auf als Breath of the Wild. Was eigentlich keinen Sinn ergibt. Ich mach's halt so. Ja, natürlich musste ich an Gift sterben. Ich meine, warum nicht? Ja, stimmt, eigentlich sollte es in diesem Königreich auch noch Captain Toad geben. Okay, dort oben ist Schnackelchen. Ich glaube, hier erhält man auch den Tipp dort beim Schildding, dass man Wandsprünge machen kann. Also echt, manchmal verstehe ich Nintendo auch nicht. Wieso gibt Nintendo einem solche Tipps mehr oder weniger mitten im Spiel? Also mitten im Spiel, ihr wisst, was ich meine. Wir sind jetzt, glaube ich, circa in der Mitte angekommen. Ich beeindrucke, ich würde ja meinen Hut vor dir ziehen, aber... Ja. Auf jeden Fall, wir sollten jetzt eigentlich circa ignoriert das. Wir sollten jetzt eigentlich circa in der Mitte des Spieles sein. Circa. Vielleicht noch nicht ganz, aber ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich habe doch. Ja, den haben wir geholt. Yo! Auf jeden Fall fast 100 Abonnenten. Vielleicht bis zu dem Moment, wo das Video halt online geht, schon 100. Weil das Video sollte am Dienstag dann kommen. Wie gesagt, für mich ist das momentan noch Sonntag. Den Mond habe ich safe auch schon. Der ist echt mies versteckt. Unter dem Klippenrand. Ist hier noch was? Ich würde halt am liebsten noch die letzten fehlenden lila Coins holen, aber ich denke mal, die sind in Subrooms. Okay, dieser Sprung war auch knapp. Ja, in solchen Momenten überlebe ich sowas. Dann bei lächerlichen Momenten verrecke ich. Also bei ganz, ganz einfachen Sprüngen sterbe ich. Entweder wegen meiner eigenen Dummheit oder wegen anderen Faktoren. In solchen Momenten wie vorhin, jetzt, also jetzt gerade, überlebe ich einfach. Ist klar. Ich glaube, wir sollten nochmal hoch zur Plattform. Kann sein, dass noch auf den Bäumen irgendwo welche sind. Ja, stimmt, der Schmetterling. Der dort unten. Das ist doch auch noch ein Mond.
Ich weiß nicht mal, ob die Münzen so weit rendern können. Hinter die Odyssey sollten wir aber auch noch schauen. Als ob. Ich glaube, der respawnt nach einiger Zeit, natürlich. Aber ich glaube auch, wenn man sich teleportiert. Ja. Bringt das überhaupt was so zu Dingern? Boah, ich hatte ihn fast. Ich glaube, ich hätte in diesem Moment rollen müssen. Weitsprung und dann Käppiwurf. Boah, aber ich weiß, es gibt noch einen weiteren Mond. Mario, was machst du, du Depp? Alles klar. Wie knapp willst du den Sprung noch machen? Okay, wir machen noch dreimal. Und falls der Ding dann nicht will, also falls wir den Mond dann nicht bekommen, Pech, dann holen wir ihn beim nächsten Besuch. Wieso kann ich keinen Weitsprung machen? Geht das nicht, oder? Bro, ich hatte ihn doch fast. Du kannst mir jetzt nicht erzählen. Wegen einem Pixel hat Cappy ihn nicht erwischt. Dieser Versuch zählt nicht. Noch einer. Noch einer und dann reisen wir ins nächste Land. What the hell? So eine Abdeckung vom... So eine Schraubenabdeckung ist gerade vom Stuhl runtergefallen. Ich gebe jetzt nicht auf. Komm, noch einer. Noch ein Versuch. Bra. Das kann's doch aber echt nicht sein. Wie wirft Mario Cappy schneller? So? Oder so? So, oder? Wer kommt mir das nur so vor? Ich glaube, wenn dieser Hut angezeigt wird, ich könnte ruhig vorspulen, ich glaube, wenn dieser Hut angezeigt wird, dann kann ich ihn erwischen. Ja. Einfach nur warten, bis der Hut angezeigt wird. Tut mir jetzt leid, dass das so lang gezogen wurde. Aber wir spielen ja schließlich 100%. Ich weiß halt nicht mehr, sehe ich das auf der Map? Ja, war ein kurzer Aufenthalt. Wo kann ich eigentlich sehen, wie viele lila Coins ich schon habe? Ja, wir gehen ins nächste Land. Let's go! Aber das ist doch an Odyssey geil. Das ist wirklich sehr geil gemacht. Dass man auch abstürzt und dann... Ja, die Odyssey ist repariert.
dass man so abstürzt und dann in ein komplett fremdes Land kommt. Also in ein komplett fremdes Land. Ihr wisst, was ich meine. Die Odyssey ist aber schon krank groß. Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssey reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Rolle vorwärts, ja, kennen wir. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollen in Cityland. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mit Hilfe von Monden erbaut wurde. Cool! By the way, Cityland. Mein Lieblingsland. Von allen. Und logisch, an sein Lieblingsland kannst du dich am besten erinnern. Und am meisten. Die Geisel auf dem Hochhaus. Alles klar, wir haben es hierher geschafft. Sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal! Bowsers Schiff! Auf geht's! Oh, lila Coins. Direkt holen. So, zuerst will ich mit dir sprechen. Pauline. Tut mir leid. Ich habe leider gerade gar keine Zeit für einen Plausch. Aber ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken. Dann war er auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Hier kommt man aber, das weiß ich, hier kommt man mit einem gezielten Sprung auch runter. Die kann ich ja mal in einem extra Part, vielleicht ganz am Ende des Let's Plays, versuchen. Oh, und ich weiß, dieser Viecher gibt es, glaube ich, auch nur in diesem Land. Die kannst du halt nicht capturen. Und die sind halt auch noch so blöd. Und wenn sie halt irgendwo dagegen knallen, sterben sie. Und dieser Panzer. Na klar, muss ich jetzt Schaden fressen. Bam, mach die weg. Ey. Immer mit der Ruhe. Ich hoffe mal, du bist gut versichert, Mario. Moment, muss ich versichert sein oder muss der jetzt versichert sein? Wie ist das normalerweise? Bombas. Denk mal, wir brauchen die, wobei ich sehe gerade keinen Goomba-Schalter. Dann bringen wir sie eben auf die coole Art und Weise um. Einfach kapern, runterspringen. Was denkt sich eigentlich der zu unterst? Ich meine, der ist ja auch so blöd und hört nur auf seinen Boss. So, das hätten wir auch. Hier geht's zum ersten Mond. Und die haben, wie ich finde, eine ultra, ultra nice Farbe. Ich erinnere mich aber auch noch, als mein Bruder im Cityland war. Mir fällt gerade ein. Also, ich beende zuerst das Thema gerade. Als mein Bruder im Cityland war, der ist in einer Sektion die ganze Zeit verreckt. Okay, das sind geile Ampeln. Ich meine, ich will ja nicht von mir behaupten, dass ich ein Ultra-Pro-Player bin.
oder was auch immer, das bin ich auf gar keinen Fall. Aber besser auf meine, als mein Bruder bin ich auf jeden Fall. Kommt schon, kratzt ab. Auf jeden Fall. Was war das andere, was ich... Genau. Mein Bruder... Mir ist vorhin aufgefallen, mein Bruder, egal welches Spiel er begonnen hat, er hat es nie zu Ende gespielt aus der Breath of the Wild. Breath of the Wild war, glaube ich, das einzige Spiel, was er zu Ende gespielt hat. Auf der Switch. Ich weiß halt nicht, wie es auf der PlayStation aussieht. Aber stimmt, Horizon hat er auch angefangen und nie zu Ende gespielt. Oder, auch noch ein gutes Beispiel. Smash Bros. Story angefangen, nie zu Ende gespielt. Dann hätten wir noch, was mir gerade noch so einfällt, Unravel haben wir zusammen durchgespielt. By the way, falls ihr zudem auch noch ein Together Let's Play sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Like. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Weil abonnieren kostet nichts. Und warum mir nicht helfen? Okay, Leute. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Mario? Ja. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Wir sehen uns. Tschüss. Ja. Mehr habe ich auch nichts zu sagen. Ciao.